Ivica Olic hat schon einen langen Weg hinter sich. Ein Phänomen. Mit 35 Jahren ist der Kroate vom Tabellenzweiten Wolfsburg einer der ältesten Spieler der Liga und gleichzeitig einer der fittesten. Ich frage mich, wie das geht. Er hat schon in Berlin, Zagreb, Moskau, Hamburg und München gespielt und scheint jetzt im Alter besser denn je. Und ich dachte immer, Fußballprofis hätten Angst vor dem Alter. Was ist denn Ihrer Meinung nach das beste Alter für einen Fußballprofi? Ja, also das ist natürlich jetzt für mich sehr schwer, weil ich glaube dann, dass ich habe geglaubt, dass meine beste Jahre war in meiner Bayern-Zeit, wo ich war kurz vor 30 oder 30 Jahre alt. Aber viele Spieler haben auch gehört, dass sie haben sich am besten gefühlt so 25 bis 30. Auch jetzt mit 35 fühle ich mich noch fit und fühle ich mich noch gut und ich habe auch noch viel Spaß auf dem Platz. Was ist denn das Vorteil als alter Spieler in der Bundesliga? Ja, sicherlich eins, das ist Erfahrung. Also das, wenn ich vergleiche mich, wenn ich war 20 und jetzt, ja, dann muss ich mich lachen. Wo habe ich manchmal und was habe ich manchmal getan? Aber wenn ich war 29, wie gesagt, nach Bayern gekommen bin, habe ich mich noch nach vorne gesteigert, habe noch meine Form nach vorne gebracht. Und vielleicht ist das für mich, dass ich bin so spät angefangen, vielleicht war das für mich ein Vorteil. Werfen Sie sich das manchmal vor, dass Sie nicht früher angefangen haben? Nein, also ich weiß jetzt, dass ich habe fast alles erreicht. Viele Spiele habe ich gespielt und auch viele Titel in meiner Karriere gewonnen. Aber jetzt zum Beispiel nach dem Training, fast jedes Training, wenn ich Möglichkeit da, ich bleibe und ich schieße auf Tor und ich habe noch auch Spaß. Und dann sage ich, ey, wieso habe ich wirklich habe ich mich oft gefragt, warum habe ich das nicht mit 20 schon gemacht? Dann könnte ich vielleicht die Niveau früher erreichen, dass ich komme auf die Spitze Fußball. Haben Sie immer noch Idealgewicht von 86 Kilo? Genau, ja, das habe ich auch unter der Kontrolle. Vielleicht ist das nur psychische Sache, aber einfach wenn ich sehe, dass ich habe 1 oder 2 Kilo, manchmal mehr, dann automatisch ja, werde ich nicht Abendessen nehmen und korrigiere das schnell und ich bin wieder zurück, weil einfach, wie gesagt, mein Kopf ist dann ruhiger und ich fühle mich auch dann für das Spiel bereiter als mit 2 mehr. Woher kommt diese Disziplin, diese Selbstdisziplin? Das sicherlich hatte ich nicht, das mit 20. Das, wenn man kommt in die Jahre, dann muss auf viele andere Dinge aufpassen. Das ist natürlich das sehr wichtig ist. Ich habe wie gesprochen über Ernährung, Ruhe. Also das ist Regenerationszeit, ist auch sehr wichtig. Aber wie gesagt, das ist schwer zu erkennen, wenn jemand ist 20. Er kann dann auch bis 5 Uhr in Diskothek sein und nächsten Tag um 10 Uhr zum Training gehen. Ich kann das leider nicht mehr. Wenn ich gehe, dann bin ich schon 5 Tage tot. Das heißt, also, wenn Sie kommen in meine Jahre oder in die 30er, werden Sie sehen, wie ist das alles wichtig dann. Freuen Sie sich denn auch schon auf das Ende der Karriere, wenn dieser ganze die ganze Disziplin mal ein bisschen runtergefahren werden kann? Ich glaube, das Einzige, wer freut sich, das ist meine Frau. Weil ich denke nicht noch so weit. Also ich freue mich noch immer für jedes Spiel, für jedes nächste Spiel. Und ja, ich fühle mich noch nicht am Ende meiner Karriere. Weil Sie auch vielleicht ein bisschen Angst haben vor dem Ende, was danach kommt? Oder bedauern, kann man das so sagen? Im Moment nicht. Also ich habe, was werde ich sagen danach? Dass ich habe für meine Karriere alles getan. Ich werde also nicht jetzt sagen, oh, ist schade, dass ich muss aufhören. Nein, das war meine Zeit. Ich habe das gut genutzt und ich bin froh. Jetzt kommt ja eine andere Zeit und werde auch finden eine Richtung. Genau, das ist die Frage. Danach können Sie nicht mehr nach Titeln streben. Wonach streben Sie dann? Ja, vielleicht gehe ich in die, vielleicht werde ich ein Trainer sein. Dann werde ich wieder mit Titel kämpfen. Und dann muss ich über die ganze Gruppe kümmern. Aber ich werde sehen, wie gesagt, sicherlich werde ich bleiben in dem Sport, in Fußball. Und das ist mein Leben und das bleibt mein Leben.